So, hallo, da bin ich wieder. Weiter geht's mit unserer Pollenfalle. Ich möchte jetzt als nächstes den Deckel herstellen. Dazu habe ich mir auch gebrauchtes altes Holz ein paar Deckel zugesägt. Ich sage euch mal eben die Maße. So, und zwar sind die jetzt für unsere Böden 40,5, also 405 mm. Mal 120 mm, 12 cm. Ich habe die bei mir über die Kreissäge geschoben. Wie man sehen kann, die sind so ein bisschen ausgerissen. Das möchte ich nicht haben. Darum fräse ich mir die Deckel rundherum mit einer netten Faser an. Ich habe mir dazu den Frästisch mal eingestellt. Fahre ich da mal ein bisschen näher ran. So. So. Habe jetzt also einen Abrundfräser drin. Mit einem Anlaufkugellager oben, habe mir das so eingestellt, dass ich eine leichte Phase dran bekomme. Ich schmeiße das Ding mal an, wir gucken mal, was rauskommt. Ein bisschen lauter wird's. So, ja, ein bisschen zurück, so, dann sieht der Deckel so aus, also für altes, gebrauchtes Holz, so habe ich jetzt eine nette Phase dran und damit sieht es dann auch ganz gut aus. Ich werde die Phase nachher wie bei den Begattungskästchen auch einfach eben mit einem Holzlack überlackieren, dann ist sie wieder wasserfest und dann reicht mir das. Die soll ja im Sommer draußen stehen für die paar Tage. Und dann wird das wohl ausreichen. So, dann machen wir mal ein paar fertig. Zum Material noch einmal. Ich hatte euch ja gesagt, ich möchte hier unten gerne eine Längsnut einfräsen, um das Gitter reinzuschieben. Dann brauche ich dieses Holz nicht aufkleben. Ich habe jetzt hier eine 910 mm Siebdruckplatte genommen. 9 mm ist er. Ich hatte noch so eine alte Kiste, die habe ich zerlegt und mir da die Deckelchen rausgeschnitten. Zeug kann man natürlich auch kaufen. So, als nächstes möchte ich gerne an dieser Stelle, wo oben der Seitenteilschlitz auf das Dach trifft, da möchte ich gerne eine Nut drin haben, um später das Alublech oder Lochblech da einzuführen. Da sind genau Mitte Nut 42 mm. Die habe ich mir jetzt hier an der Kreissäge schon eingestellt. So wie für den anderen Schlitz eigentlich auch. Und eine Höhe von 2 mm, nicht mehr. Und jetzt versuche ich das mal, ob ich da die neuen Deckel drüber führen kann. So, jetzt nochmal eben Staub entfernen, da klebt ziemlich viel dran. Und dann fahren wir da mal drüber her. Auch dazu mein Schiebewerkzeug. Das muss hier irgendwo rumliegen. Ich suche es mal eben. So, ich habe hier so ein einfaches Schiebewerkzeug. Einfach nur ein Griffbrett und dann unten so eine Anti-Rutschmatte drunter. Damit kann ich dann Sachen gefahrlos über die Kreissäge schieben, ohne meine Finger zu kürzen. Und dann geht es jetzt mal los. Thank you.
sagen jetzt mal. Also die Nut, die jetzt hier drin ist, ist wirklich minimal, reicht aber als Führung fürs Holz, fürs Lochblech. Nehmen wir da mal eben ein Seitenteil dazu und dann gucken wir mal, ob das Ganze dann auch so zusammenpasst. Und siehe da, es funktioniert. Ne? So ist also der Plan. Nach vorne haben wir nachher einen kleinen Überstand, wenn es dann doch mal regnen sollte. Und so kann ich jetzt eigentlich dann alle Dächer durcharbeiten. Hier sieht man noch ein paar Löcher drin. Ist halt wie gesagt davon, dass das Holz gebrauchtes Holz ist. So, dann geht es jetzt los. Dann machen wir mal die etwas größere Serie. So, in der nächsten Aktion verschleifen wir unsere Seitenteile noch eben ein bisschen. Dazu gehe ich einfach auf den Bandschleifer mit der Absaugung und dann geht's los. Ja. So, wir fassen mal kurz zusammen. Also, wir haben jetzt zusammen die beiden Seitenteile gebaut. Den Deckel haben wir gebaut mit der Nut von unten drunter. So, ich habe mir jetzt noch zusätzlich Hobellatte geschnitten. Das sind die gleichen Latten, wo wir auch unsere Böden rausbauen. Die haben die Maße 18 x 42 mm, also genau die 42, die wir eigentlich brauchen. Und zwar habe ich da jetzt eine Länge gemacht von 38,5, also 385 mm. Und zusätzlich habe ich mir jetzt noch aus dem Baumarkt dieses 4 mm, ich sag mal, Siebdruckplatte besorgt. Die dünne ist auf beiden Seiten glatt. Als Boden habe ich da die Maße logischerweise 11, genau wie unsere Seitenteile, also 110 mal, genau wie der Deckel auch, 405 mm. Ja, so kann man es ungefähr erkennen. 405, also 40,5 cm. Damit sind wir jetzt erstmal so weit, dass wir jetzt mal versuchen können, ein so ein Ding zu montieren. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Dann werden wir jetzt gleich feststellen. Auch bei uns ist der erste immer Probe. So, ich fange mit dem Boden an. Ja, den Deckel, warum wir den nicht drauf machen, das zeige ich euch gleich. Dazu muss ich jetzt irgendwie das Seitenteil darauf festkriegen. Ich habe mich für die Variante Tackern entschlossen. Ich habe jetzt mal beides. Ich habe 22 mm Nadeln, also Klammern, und parallel dazu auch noch 25 mm Nägel. Ich muss jetzt mal gucken, was besser funktioniert. Das lege ich mir da mal eben mal drunter, dann bleibt das Vergnügen vielleicht annähernd so stehen. So, ich hoffe, man kann das gleich erkennen. Ich habe die Seitenteile alle noch verschliffen. Batsch. Naja, ich vermute mal, jetzt drei Tackernadeln reinmachen. Ja, dann ist das erstmal schön stabil. So, andere Seite, die muss jetzt natürlich genauso aussehen. Gleichen Winkel, jawohl. War ja blöd, wenn wir zwei rechte Teile an einen Teil nageln oder Tacker. So, ein Sekündchen mal. So. Bumm. Zack. Ja, drei Tackernadeln sollten genug sein. So, so sieht das Vergnügen bis jetzt aus. Jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt muss hier hinten die Leiste eingebaut werden. So, ich stelle gerade fest, die hätte auch noch ruhig 5 mm länger sein, oder 3 mm länger sein können. Warum? Was haben wir falsch gemacht? Gucken wir mal nach, ob ich vielleicht beim Messen welche dabei habe, die einen Ticken länger sind. Sonst gucken wir mal, ob wir das zusammenziehen können. Ja, das geht.
ich versetze diese Leiste jetzt von hinten einen Zentimeter nach innen. Nur das mache ich auf Auge, das reicht dann so. Ich zeige euch gleich warum. So, dazu stellen wir das Ding einfach mal hoch kann. Dann können wir da mit ein bisschen biegen. Das mal so hinkriegen. Ich kann das schon mal nicht mehr. Oh, kann man endlich was ganz gut mit Auge machen. So. Euch hat ja nichts zu halten. So. Und zwar ist der Plan. Na, bei dem geht es nicht raus. Ich nehme mal jetzt hier so Reste, die ich jetzt hier noch rumfliegen habe, als Beispiel. Dieses Gitter hier so auflegen, kommen die Bienen von hier oben angeflogen, müssen zwangsläufig durch den Pollenkamm und dann können die hier runterkrabbeln und laufen dann bei uns in das Originalflugloch ein. Also so ist erstmal mein Plan. Jetzt wollen wir mal gucken. So, jetzt legen wir spaßeshalber mal den Deckel oben auf. Und dann, ja, das habe ich ja schon mal ganz prima hingekriegt. Jetzt ist nämlich genau das passiert, was ich gesagt habe. Jetzt habe ich doch tatsächlich zwei falsche Teile. Also, den einen müssen wir nochmal wieder runternehmen. So. Na ja, so, kann man also sehen, auch bei uns gibt es immer mal wieder Sachen, die nicht hundertprozentig gerade laufen. So. Habe ich doch tatsächlich zwei rechte oder zwei linke Teile genommen. Ich werde mal eben aus dem alten die, kann ich auch rausmachen, die Krampen wieder rausmachen. Jetzt muss ich nur mal eben sehen, dass ich das passende Teil hier organisiere. Damit ich die Krampe da wieder rauskriege. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das noch einmal auf Kommando funktioniert. Also irgendwo muss man ja mal einen Fehler drin haben. So. Das ist jetzt aber das richtige Teil. Das schieße ich jetzt mal schnell wieder fest. Und dann sind wir ja auch schon wieder da gerade gewesen. Jetzt sieht die eine natürlich nicht so wahnsinnig schön aus. Wenn wir da jetzt sind ja unter uns, hat ja keiner gesehen. So soll das Ding aussehen, wenn das richtig zusammengebaut ist. Also, so ist der Plan. Jetzt legen wir da mal den Deckel auf und gucken mal, ob der passt. Mein Gott, muss auch mal Glück haben. So. Hier hat es dann funktioniert, wie man sehen kann, da oben an der Seite ist unsere Nut. Ich muss ja noch ein bisschen gerade halten. Die ist also durchgehend, da kommt unser, da muss man noch mal eben ein bisschen ausgleichen. So, da kommt dann unser Pollenfanggitter rein. Und damit können wir uns jetzt schon damit befassen, hier ein Gitter drauf zu machen. So, damit sind wir jetzt kurz vor der Endmontage. Und die Endmontage zeige ich euch dann im nächsten Teil. Bis dahin, tschüss.